Hallo, wir sind heute in Köln in Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen soll angeblich mit eins der jugendkriminalitätsstärksten Bundesländer Deutschlands sein. Wie das die Jugendlichen sehen, werden wir jetzt herausfinden. Let's go. Ich habe eine Frage. Wie gefährlich ist die Jugend von Nordrhein-Westfalen? Oh, kommt drauf an, wie man gerät. Ja, schon relativ. Nordrhein-Westfalen hat ja einen harten Ruf. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ihr kriegt nichts mit. Ich krieg das nicht mit, dass Jugendliche irgendwie Scheiße bauen oder sowas. Nicht wirklich. Ist die Jugend gefährlich hier? Ja, teilweise. Teilweise, ja. Wie äußert sich das? Kriegt ihr das so mit in eurem Alltag, in eurem Schulleben? Ja, Abendschlägereien und so. Wenn viel Alkohol fließt, dann wird es aggressiv, auf jeden Fall. Wie gefährlich? Gefährlich. Nicht kommt drauf an. Nicht gefährlich. Auf was kommt es an? Ja. Also wir sind zum Beispiel nicht gefährlich. Also Niklas ist gefährlich. Sind die Jugendlichen hier gefährlich? Ja. Wieso? Was machen die? Jeden Tag Scheiße bauen und so. Kriegt ihr sowas mit in eurem Alltag? Ja, so in der Schule auch. In der Schule? Ja. Was passieren da für Sachen? Ja, also sie streiten sich, beleidigen sich und dann schlagen die sich. Wie ist es bei dir an deiner Schule? Ja, ist auch schon schlimmer. Also sind schon krass drauf heutzutage. Wie äußert sich das denn? Viele Schlägereien, auch viel mit Drogen, sowas. Und das kriegt man auch mit in den Schulen? Ja, auf jeden Fall. Kriegen das auch die Lehrer mit? Zum Teil ja. Und macht man da was dagegen? Nicht wirklich, ne. Ich weiß nicht, ob die da was tun können, weil das ist so, das wird einfach nicht öffentlich gemacht. Und die Eltern merken das ja schon alle nicht. Also meine Eltern gehen nicht davon aus, dass sowas, ich komme jetzt aus der Stadt, mache, dass sowas da gibt, aber natürlich. Im Unterricht geht man damit um? Ist das ein Thema bei euch in den Schulen? Also bei uns schon, weil es gibt auch viel Mobbing auf meiner Schule, weil die auch ein Problem haben, wie manche aussehen, also wie wir zum Beispiel. Wir passen uns halt nicht an wie die anderen und ja. Ist das so? Passen sie sich nicht so richtig an? Also wir laufen jetzt zum Beispiel nicht mit blonden Haaren rum, haben Miniröckchen im Winter an und hochhackige Schuhe und machen eins auf mit Make-up und so. Das tun wir ja überhaupt nicht. Also sie sind nicht so wie ich? Aber gut, ich würde dich ja auch nicht irgendwie schlagen oder so. Hattet ihr mal was damit zu tun? Wurdet ihr irgendwie mal... Also oft geschlagen, auch wenn ich nichts mache. Überhaupt nicht. Die beleidigen mich auch einfach, weil die ein Problem haben mit meiner Haarfarbe, obwohl ich finde es gar nicht so schlimm. Und die meinen dann irgendeinen Mist einfach. Und auch an deiner Schule passiert das mit deinen Mitschülern? Am Anfang war das so auch, dass die Lehrer mich gemobbt haben und so, aber es hat sich regeneriert so ein bisschen. Und du wurdest auch schon mal geschlagen? Ja, oft. Und was machst du dagegen? Gehst du zu deinen Lehrern? Hast du mal überlegt, zur Polizei zu gehen? Nein, ich mach da nichts, weil ich bin's gewöhnt. Was sind das so für Sachen, die ihr mitkriegt? Ja, ja. Klauen. Klauen? Ja. Die Jugendlichen klauen hier viel? Ja. Und was glaubst du, ist der Grund dafür? Ich weiß nicht, weil die vielleicht nicht so viel Geld bekommen oder weil die Freunde das einfach wollen. Man sagt ja, Nordrhein-Westfalen wäre eins der kriminellsten Bundesländer. Stimmst du dem zu? Ich denke, das hängt immer von der Region ab, in der man sich gerade befindet. Also Kriminalität unterscheidet sich von Region zu Region hier in Köln. Und ich würde sagen, dass jede spezifische Region in Deutschland hier irgendwo natürlich seinen kriminellen Knackpunkt hat. Aber dass man da jetzt nicht unbedingt genau sagen kann, Köln ist jetzt der kriminellste Stadtteil jetzt in Deutschland. Und du hast gerade gesagt, Ausländer, viele Ausländer. Was ist denn da das Problem? Da ist kein Problem. Ja, viele Ausländer sind halt kriminell und so. Und da sind auch, ich würde jetzt nicht sagen rassistisch, sondern lachen uns auch raus und so. Und du hast auch gerade gesagt, das kann man nicht so sagen. Ja, weil ich habe halt in Kalk gewohnt, da waren halt wirklich viele Ausländer. Aber es ist immer von der Vorgeschichte, wenn man eine Zeit lang auf der Straße war oder von den Eltern rausgeschmissen wird oder halt schlecht behandelt wird, dann passiert das eher. Also ich bin der Meinung, hat nichts mit dem Ausland zu tun. Ist das eine Sache, die ein bisschen näher dran ist oder ist es eigentlich eine Sache, die man über drei, vier Ecken hört? Das hängt immer davon ab, wo man sich gerade rumtreibt, würde ich sagen. Also der Punkt ist, wenn man beispielsweise dann, ich weiß nicht, abends oft öfter mal feiern geht, da kann es passieren, dass man halt einigen Jugendlichen über den Weg läuft, die halt nicht so gut drauf sind. Und dann wird das Ganze unangenehm. Und an den Schulen, wie ist es da? An den Schulen ist es eigentlich relativ geregelt. Da passiert nicht viel, sagen wir mal so. Die Lehrer haben schon eine gute Aufsicht, aber es gibt Schulen, an denen wird das auch totgeschwiegen, sagen wir so. Das ist immer individuell. Und findest du, die Polizei oder die Politik sollte härter gegen Jugendliche vorgehen, die früh kriminell werden? Nicht härter, sondern anders. Der Punkt ist, man kann durch Härte nicht Weichheit erzeugen, das funktioniert nicht. Also durch Härte bekommt man eine Kontrahärte. Und je härter man da rangeht, desto härter wird die Kriminalität. Da muss man
sozialer rangehen, sagen wir mal so. Alles klar, ich danke dir vielmals. So, das war es jetzt von unserer Straßenumfrage. Die Jugendlichen hatten geteilte Meinungen. Manche haben gesagt, es ist hier gar nicht so schlimm. Die anderen meinten so, doch, es geht ordentlich ab. Wie ist es denn bei euch in eurer Region? Schreibt an www.duhastdiemacht.de. Wir sind gespannt. Ciao.